Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. In diesem Video stelle ich Ihnen Austred vor, ein dänisches Unternehmen, das im 4D Asset Oscillator enthalten ist. Der 4D Asset Oscillator ist ein Anlagezertifikat mit physisch hinterlegten Aktien zwischen Herbst und Sommer. Es ist eine saisonale Anlagestrategie. Und in diesem Video stelle ich eine Aktie vor, die in dem Portfolio enthalten ist, nämlich Austred. Bitte den Disclaimer beachten, das ist keine Anlageberatung, ich kann hier keine Haftung übernehmen, ich kenne sie ja nicht. Das dient einfach dem Zweck für Anleger, die den Asset Oscillator gewählt haben, warum habe ich diese Aktie ausgesucht oder die wissen wollen, wie lege ich denn mein eigenes Geld an, dafür dient dieses Video. Wenn Sie auf die Homepage gehen, www.asset-oscillator.de, dann landen Sie auf der Homepage, die sich gerade hinter mir aufbaut. Und dann sehen Sie, wenn Sie scrollen hier, das Aktienportfolio, nämlich von Herbst bis Sommer. Wenn zwischen Sommer und Herbst ist das Portfolio dann unten und oben sind die Anleihen, die dann in der Investitionsphase sind. Und Sie sehen hier, das ist hier die letzte Aktie in der Liste. Wenn Sie hier auf den Namen drücken, Austred Aktie, dann landen Sie direkt auf der Homepage. Was macht Austred? Austred heißt es, glaube ich, richtig. Das ist ein dänisches Unternehmen und die stellen Strom her, Energie her mit erneuerbaren Energien. Und zwar nicht nur Windkraft, wie Sie hier sehen, sondern sie stellen auch grünen Wasserstoff her. Sie haben Offshore-Lösungen, Windenergie, Solarenergie und Bioenergie. Also das ist ein Energiehersteller, ein Stromhersteller. Das heißt, die speisen dann den Strom ins Netz ein und versorgen andere. Es ist eigentlich ein Versorger, aber ein Versorger mit erneuerbaren Energien. Da habe ich ja ein paar im Portfolio und Austred wollte ich auch mit drin haben, weil die gerade wahnsinnig günstig waren und das ist ein tolles Unternehmen. Schauen wir uns mal näher an und zwar, wenn Sie hier auf die ISIN drücken, da sehen Sie schon an der ISIN DK, dänisch, dann landen Sie bei OnVista, kann man auch bei jeder anderen Seite angucken und da sehen wir als erstes, Austred ist ein mittelgroßes Unternehmen mit 21 Milliarden Marktkapitalisierung, ein KGV von 15. Ich sagte Ihnen ja, ich habe sogar noch günstiger eingekauft letzten Herbst. Also richtig günstig und eine Dividendenrendite von 3%. Das ist natürlich wunderschön, wenn man auch ein paar Titel im Portfolio hat, die eine Dividende auszahlen und man hat regelmäßige Einnahmen, die man dann wieder reinvestieren kann. Also das ist eine feine Sache und deswegen Austred. Und gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Also das ist hier oben die Gewinnentwicklung. Wir sehen, das geht hier nach oben, dann wieder ein bisschen nach unten. Dann auch mal ein Verlustjahr, nämlich wenn die eine neue Anlage bauen und so weiter, dann ist erstmal Verlust angesagt und dann wieder gehen die Gewinne nach oben. Und wir sehen auch das Wachstum, das ist sehr launisch. Ja, da geht es mal um 100% hoch 9, dann wieder runter, dann wieder 100% plus. Also wir haben hier Wachstum, aber es ist nicht der typische Wachstumstitel, sage ich mal. Es ist eher, ich würde es mal sagen, das ist ein Value-Titel. Auch wenn ich hier Wachstum sehe, weil eben, ja, es wird ja überall umgebaut. Ja, die erneuerbaren Energien, die werden ausgebaut und die fossilen werden abgebaut. Also insofern ist das ein Wachstumsmarkt und da sehe ich hier auch Wachstum. Dividendenrendite, ne, soll jetzt in zwei Jahren auf 3,16% gehen. Das ist schön und gut. Schauen wir uns das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 2,77 jetzt im letzten Jahr 23 an. Das ist nicht teuer, nicht billig, also auch so ein fairer Preis, muss ich sagen. Dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr, sehr günstig. Eigenkapitalquote ist relativ schwach, 21%. Ja, wer Finanzierungen kennt, da gibt es so verschiedene Marken. 21 ist so gerade in dem Bereich, wo es Banken gerne haben wollen und Aktionäre auch. Und wir sehen auch, dass es geschrumpft. Das heißt, aus dem Eigenkapital wurde hier was finanziert oder Finanzierung aufgenommen. Das ist sicher ein Schwachpunkt, aber bei so einem Versorger schwanken ja die Einnahmen nicht so. Das heißt, sie schwanken schon, aber nicht so, wie wenn ich jetzt einen Maschinenbauer habe und wenn plötzlich keiner mehr Maschinen baut, dann geht mein Umsatz total runter und gewinnt. So ist es ja nicht. Das schwankt ja auf einem gewissen Level. Und insofern ist die Eigenkapitalquote dann auch wieder in Ordnung. Wenn man sieht, Banken, die können 8%, 10% haben, das ist dann noch alles in Ordnung. Die Eigenkapitalrendite, wenn man jetzt mal von dem Verlustjahr 23 absieht, dann haben wir hier irgendwas zwischen 8 und 23%, also oder ich würde sagen zwischen 10 und 20%
erwarte ich hier eine Eigenkapitalrendite langfristig? Ja, sehr schön. Schöner Titel. Schöner Value-Titel. Und dann schauen wir mal, wer ist hier noch investiert. Wer sind die Mitinvestoren? Da haben wir die Großen dabei. Vanguard, BlackRock zweimal, die schwedische Bank. Eine schwedische Bank ist dabei, eine norwegische Bank. Amundi ist dabei, M&G, DNB, Paribas. Also Pictet, Nordea, DWS. Ja, also das sind namhafte Investmenthäuser dabei, die mit ihren Analysen sagen, Ørsted ist ein gutes Unternehmen. Auch wenn der Chart jetzt im Moment nicht gut ausschaut, aber die Charts sehen von den Kleinen und von Erneuerbaren alle nicht gut aus im Moment. Dafür ist viel Potenzial da. So, wir sehen hier, Ørsted hat hier einen Sondereffekt gehabt, dann ist hier gefallen. Und das ist hier die langfristige Kurve, also das ist schon auf und ab und mit sowas muss ich auch erstmal rechnen. Ja. Das ist viel Politik. Klar, wenn ein Verlustjahr ist, dann gehen die Kurse auch runter, das ist logisch. Wenn die Gewinne wieder kommen, dann schnellen die Kurse auch wieder hoch. Aber Ørsted sehe ich eher als konservativen Titel an, denn der Kurs ist ja das eine, aber ich bekomme ja regelmäßig 3% Dividende. Insofern ist der Kurs da auch nicht ganz so wichtig. Also Ørsted, ganz wichtiger Energieversorger aus den Erneuerbaren, deswegen im Portfolio. Und ich hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht und freue mich, wenn Sie weitere Videos angucken. Abonnieren Sie doch den Kanal, dann werden Sie immer informiert, besonders über die Aktienmarktanalysen, die ich ja auch fast wöchentlich mache. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis bald, Ihr Thomas Hupp.